Hallo, herzlich willkommen zu diesem weiteren Kurs. Diesmal schauen wir uns die Fotos-App von Apple an. Wir starten sie einmal. Apple hat eine Fotos-App geschaffen, in der Fotos verwaltet werden können. Das können wir zwar auch in Ordnern im Finder machen, aber an einer zentralen Stelle im Betriebssystem können wir mit der Apple Fotos-App diese halt besser verwalten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir drücken hier mal auf Beginnen und wir sehen wieder auf der linken Seite eine Seitenliste, auch oben wieder eine Symbolleiste und hier eine Inhaltsseite. Also der Aufbau solcher Apps ist mittlerweile fast identisch. Auch hier sehen wir wieder neben dem Apfelsymbol läuft die Fotos-App und bekannte Menüs wie Ablage, Bearbeiten, Darstellung, Fenster und Hilfe sind ähnlich wie in anderen Apps auch vorhanden. Ausgewählt ist hier der Menüpunkt Mediathek. Apple speichert tatsächlich alle Fotos in einer sogenannten Mediathek. Und die schauen wir uns mal an. Wenn wir hier mal auf den Finder gehen und auf den Ordner Bilder klicken, dann sehen wir hier diese ominöse PhotosLibrary.PhotosLibrary-Datei. Das hier ist die Fotobibliothek, in der Apple alle Daten speichert. Also in dieser einzelnen Datei werden alle Bilder gespeichert. In den vorigen Videokursen haben wir ja hier Ordner angelegt, wo unsere Übungsfotos zum Beispiel enthalten sind, unsere Urlaubsfotos. Und ihr seht, alles das ist hier in einzelnen Ordnern strukturiert. Da macht es schon Sinn, wenn Apple sagt, wir machen das hier an zentraler Stelle. Wir können mal in die Symbolleiste umschauen, dann sehen wir auch, dass das hier ein einzelnes Symbol ist, das darstellt, dass hier also Fotos drin gespeichert werden. Wir können übrigens auch einen Doppelklick hier drauf machen und die Fotos-App öffnet sich mit der ausgewählten Mediathek.